So, servus liebe Heidepark World Fans. Schön, dass ihr heute dabei seid. Heute mal was bisschen anderes. Meine Stimme kennt man eigentlich immer nur aus dem Podcast. Jetzt sieht man mich auch mal vor der Kamera. Und wir freuen uns heute, dass sich Peter Damm heute in einem Interview von uns stellt. Und Peter, stell dich doch mal kurz vor und erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Aber sehr gerne. Froh, dass ihr hier seid und willkommen bei uns im Heidepark, kurz vor Saisonabschluss. Wir haben jetzt die letzten 3 Wochen angebrochen. So, ich stelle mir mal vor, für die, die mich nicht kennen, Peter Dunn. Ich bin seit deutlich über 20 Jahren hier in Heidepark. Allerdings die ersten 20 davon war ich im Finanzbereich, schön versteckt von der Außenwelt. Und seit Sommer letzten Jahres offiziell als erster Geschäftsführer hier im Heidepark. Nachdem Frau de Cavallo, Sabrina de Cavallo, nach Gardaland innerhalb des Konzerns befördert wurde. Also du bist ja jetzt nicht erst seit anderthalb Jahren hier, du bist seit anderthalb Jahren Geschäftsleiter hier im Heidepark, aber du bist ja seit 2002 hier im Park. Kannst du uns auch mal ein bisschen was über deine berufliche Laufbahn erzählen, hier im Heidepark unter anderem? Ja, sehr gerne. Vielleicht gehe ich ein kleines bisschen wieder zurück. Ich komme ursprünglich, das hört man ein klein bisschen aus dem Akzent immer noch und die Sprachweise, ich komme aus Großbritannien, genauer gesagt aus Schottland. Und Schottlands größter Export ist seine Experten im Bereich Finanzwesen, das ist tatsächlich so. Und ich bin in diesem Rahmen 89 mit zarten 26 Jahren nach Deutschland gewandert, und zwar nach Bad Oldesloe, für die, die es nicht kennen. Ich will nicht sagen, das lohnt sich da nicht zu kennen, das ist eine total nette kleine Stadt zum Norden Hamburgs. Da habe ich das Leben hier so genossen, dass ich entschlossen habe, hier möchte ich meine Karriere weiterführen, habe ich auch gemacht. Letzten Endes 2002 hier ins Heidepark gekommen als Abteilungsleiter Finanzen und die Entwicklung des Heideparks seitdem sehr eng begleitet. Bad Oldesloe, habe ich das richtig ausgesprochen? Bad Oldesloe, genau. Also mal hinfahren, mal gucken, soll ganz schön sein, habe ich gerade gehört. Die Freizeitparkbranche ist ja jetzt nicht unbedingt so eine bekannte Branche. Wir reden ja oft auch von anderen Jobs und Berufen, die man ausüben kann in anderen Industrien oder ähnlichem. Wie kam es denn dazu, dass das jetzt ausgerechnet die Freizeitparkbranche war? War das schon immer so dein Ziel, da hinzugehen, oder hat sich das zufällig ergeben? Da muss ich zu meiner Schande gestehen, es ist ein reiner Zufall gewesen. Da bin ich angesprochen worden. Es gäbe die Möglichkeit, in der Tourismusbranche eine neue Tätigkeit auszuüben. Im Bereich Finanzen ist es so, dass die Aufgabe selber branchenunabhängig ist. Und also dachte ich, okay, warum nicht? Das ist ein bisschen was anders. Das kann ja nicht schaden. Und die, die die Branche kennen, werden auch bestätigen können, dass wenn man einmal hier gefesselt ist, da kommt man nie wieder raus. Und wenn andere Leute, die hier zuhören, vielleicht einen Wunsch äußern oder haben, in der Freizeitbranche sich zu betätigen, dann kann ich es nur empfehlen. Versuch es doch. Aber sei gewarnt, ihr kommt nicht da los. Ja, dass man sowas mit großer Leidenschaft betreibt, ja, sowas musste ich mir heute in der Art auch schon anhören. Ich bin heute schon gefragt worden, ob ich auch in Heidepark Bettwäsche schlaf zu Hause, aufgrund der Leidenschaft zum Heidepark. Nicht immer. Hast du denn eventuell Tipps für Leute, die selber mal in diese Freizeitparkbranche einsteigen wollen? Was muss man beachten? Was sind so vielleicht diese Kniffe, die man vielleicht lernen muss, um das zu können? Ich glaube, es gibt nur eine Eigenschaft, die man besitzen muss. Man muss ein ganz klein bisschen verrückt sein. Ansonsten alles andere, was man in anderen Branchen lernt, ob es im Bereich Mechanik oder Elektrik oder Finanzwesen oder Marketing oder bei uns im Servicebereich, im Hotel oder im Camp, das sind Tätigkeiten, die man sonst anderswo ausübt. Nur hier mit dem Quantum Verrücktheit on top. Jetzt in deinen paar Jahren, die du hier bist, hast du ja bestimmt schon die ein oder andere Attraktion kommen sehen, aber auch gehen sehen. Sag mir doch mal, welche Attraktion du jetzt speziell vermisst und was jetzt aktuell deine Lieblingsattraktion ist oder ob eine Lieblingsattraktion von dir gar nicht mehr im Park ist. Also bei mir ist es die Wildwasserbahn 2, die Podcast-Hörer wissen das, die ich sehr vermisse und immer noch meine Lieblingsattraktion ist. Vielleicht hast du dir auch sowas. Die Wildwasserbahn 2 ist tatsächlich eine meiner Lieblingsachterbahnen gewesen. Da teile ich auch voll und ganz deine Meinung. Allerdings, die den Heidepark kennen, werden auch bestätigen, hoffentlich, dass wir mit Flug der Dämonen was ganz Besonderes an der Stelle hingestellt haben. Es ist nicht eine Wildwasserbahn, aber es ist trotzdem was ganz Besonderes.
Meine Lieblingsbahnen, meine Lieblingsattraktionen sind eigentlich immer die, die wir als letztes gebaut haben. Und das heißt nicht, dass die anderen dadurch schlechter in meine Abwertung gekommen sind, sondern dass das Neue ist immer das Schönste. Und es ist alles schön hier. Es ist wirklich alles schön hier. Und wir hoffen, das auch so weiterhin fortführen zu können. Wenn du jetzt nicht hier bist, quasi in deiner Freizeit, was machst du da gerne? Fährst du da auch Achterbahn und kommst du her und fährst Achterbahn oder hast du da auch andere Hobbys? Ich habe tatsächlich andere Dinge, die, mit denen ich meine Zeit vertreibe. Ich treibe ein bisschen Sport, ich laufe, ich fahre Fahrrad und fotografiere auch ganz gerne, so ein bisschen und reise und ähnliches, aber etwas anders mit der Freizeitbranche ist, man ist sehr, sehr lange hier. Die Woche ist sehr lang, aber nur, wenn man die Stunden im Nachhinein alles aufzählt. Die Zeit, die man hier verbringt, die geht so im Flug vorbei, dass man das Gefühl hat, dass man permanent hier ist. Das in Heidepark-Sprache zu sagen, im Flug der Dämonen geht's vorbei. Würde es in meinem Fall, aber ich fahre nicht Flug der Dämonen. Ich bin gerne ein Zuschauer. Die höchsten Gefühle bei mir sind Scream und oder Colossus, aber Flug der Dämonen, das dürfen die anderen machen. Gut, da hat jeder so seinen Bereich. Ich fahre keinen Scream, da gucke ich immer nur ganz gern zu. Da sind wir uns ja einig, das merke ich schon. Jetzt kommen wir mal zu deiner Position als Geschäftsleiter. Der Job bringt ja bestimmt einiges auch mit sich. Stress und so, erzähl doch mal ein bisschen. Wie fühlt er sich ab und zu an, der Job? Stress sicherlich. Ich komme, wie ich bereits erwähnt habe, aus dem Bereich Finanzen. Und im Bereich Finanzen, sage ich einfach, war ich der Fachexperte. In dem Bereich fühlte mich wohl. In allen Fragen, in allen Problemen, die mir präsentiert wurde, wusste ich relativ schnell eine Lösung. In diesem Bereich, als Geschäftsführer über alles, muss ich mich auf sehr viele, sehr fähige Mitarbeiter auf allen Ebenen verlassen können. Und das kann ich wirklich. Aber das heißt, man verlässt seine Komfortzone. Man muss machen lassen. Man muss auch das können, dass man den anderen das Vertrauen schenkt, die können es besser als ich. Und das Ergebnis lässt sich dann zeigen. Es beweist immer wieder. Langsam gewöhne ich mich daran, dass ich nicht selber überall Hand anlegen soll oder muss. Ganz gut so vielleicht. Aber das ist das Stressige, was man selber die Hand nicht überall anlegen kann. Jetzt habe ich hier eine sehr lange Frage, die muss ich jetzt einfach mal ablesen. Das ist ein bisschen tiefgründiger. Also du liebst es ja jetzt seit, du wohnst ja jetzt seit 34 Jahren in Deutschland. Welche Unterschiede gibt es zwischen britischen und deutschen Gästen zu beachten? Und gibt es teilweise Dinge, die für Merlin schwierig zu verstehen sind, warum diese in Deutschland etwas anders funktionieren als in Großbritannien? Das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr schwierige Frage. Also kulturelle Unterschiede zwischen verschiedensten Nationen. Man kann natürlich einige Vorurteile dienen, aber die helfen eigentlich wirklich. Ich würde aber trotzdem sagen, eine kleine gefährliche Aussage, ich glaube, der deutsche Gast ist anspruchsvoller in vielen Hinsichten. Der deutsche Gast will ein besseres Erlebnis beim Essen haben, er will bessere Qualität beim Park haben, das soll sauberer sein, das soll effizienter ablaufen. Das heißt nicht, dass die Engländer keinen Anspruch haben, im Gegenteil, es ist nur hier in Deutschland achtet man mehr drauf. Kommt uns zugute, weil wir auch diese Ansprüche sehr wohl erfüllen. Achten auch sehr stark drauf und versuchen dann unser Service, unser Dienstleistungsgedanke immer im Vorrang zu halten. Du warst ja vor 2 Jahren, 3 Jahren noch Finanzdirektor im Heidepark. Wir wissen alle, was vor 3 Jahren war. Da war die Corona-Pandemie und das war ja finanziell auch eine schwierige Zeit. Wie stressig war das für dich und hat die Zeit der Heidepark sehr gut überstanden? Es war eine sehr stressige Zeit. Wir sind nicht alleine gewesen. Die ganze Unterhaltungsbranche, die ganze gastronomische Bereich Deutschlands hat sehr stark darunter gelitten. Man wusste nicht, wann es zu Ende geht. Man wusste nicht, wie es weitergeht. Man wusste gar nicht, wie die gesamte Volkswirtschaft darunter leiden würde. Und wo spart man am ersten als Konsument? Natürlich bei uns. Dann sind wir alle froh gewesen, dass es vorbei war. So nach und nach. Man merkte schon,
die Gäste wollten das etwas anders machen und die sind zu uns dann halt geströmt. Und das war wirklich sehr schön zu sehen. Natürlich haben wir auch ein paar Sachen unternommen. Zwischenzeitlich ein paar Sachen sind uns zugute gekommen. Man merkt auch jetzt, wir sind viel, viel digitaler geworden. Heutzutage stellt man sich nicht eine halbe Stunde vor der Kasse an, um sein Ticket zu kaufen, sondern das kann man bequem zu Hause online, bevor man abends am Freitag ins Bett geht, seine Tickets kaufen und kommt man frisch und erholt wieder in den Freizeitpark heutzutage. Die Zeit selber, die war nicht schön und die würde ich hoffentlich nicht mehr wiedersehen. Ich glaube, da sind wir alle bei dir, dass wir das nie wieder erleben wollen. Du hast jetzt gerade schon mal die Digitalisierung angesprochen. Sind denn noch weitere Änderungen durch Corona geblieben, also Vorkehrungen, die getroffen worden sind, die man trotzdem jetzt weiterhin übernommen hat? Wir sind mutiger geworden, was solche Änderungen betrifft. Und wir haben auch festgestellt, dass wir anders denken müssen. Und wir sind ein Dienstleistungsbereich, wir sind eine Branche, wo Dienstleistungen, wo Kontakt zu Mitarbeitern sehr, sehr stark im Fokus ist und auch so weiterhin bleiben soll. Dennoch, durch die Digitalisierung können wir einige Aufgaben vereinfachen, verschlanken und die Mitarbeiter, die wir haben, besser einsetzen, viel mehr an den Gast. Ich nenne ein paar Beispiele. Wir haben die gerne zu McDonald's gehen, wissen Sie schon, es gibt diese Self-Order-Terminals, das ist Englisch. Das sind die Selbstbedienungs-Fernsehgeräte, wo man sein Menü bestellt. Die haben wir jetzt auch eingeführt in einem Bereich. Trotzdem kann man, wenn man es möchte, von einem Mitarbeiter nach wie vor bedienen lassen. Führt dazu, dass die Dienstleistung steigt, die Zufriedenheit steigt, die Transaktionszeiten die sinken und es ist eine Win-Win-Situation. Und in diese Richtung müssen wir immer weiter und immer stärker denken. Dann folgte ja leider dann letztes Jahr mit dem Ukraine-Krieg die nächste Krise und daraus resultierte dann die Inflation. Jetzt ist der Heidepark, ich glaube, wenn man logisch denkt, ein sehr energiehungriger Betrieb. Viel Stromverbrauch, wahrscheinlich auch viele Heizkosten. Wie reagiert man hier auf diese Problematik? In der Tat so. Wir sind in der glücklichen Lage gewesen, dass wir kurz vor dem Ausbruch des Krieges einen Zweijahresvertrag abgeschlossen hatten. Somit waren wir nicht ganz so betroffen von den stark schwankenden Strompreisen, wie es vielleicht andere in der Branche waren. Das war reines Glück gewesen. Jetzt sinken die alle wieder, nicht da, wo es mal war, aber in einem Maß, wo man viel besser damit umgehen kann. Natürlich ist es sehr schwierig. Inflation, die dadurch gekommen ist, betrifft unsere Gäste insbesondere. Man denkt auch natürlich zweimal darüber nach, will ich das ganze Geld ausgeben, bevor ich ins Heidepark komme. Wir können nur punkten, wenn unser Produkt, wenn die Qualität, die wir anzubieten haben, stimmt, dann kommen die Gäste zu uns. Und so müssen wir immer weiterdenken und nicht mit Kostensparmaßnahmen oder Ähnlichem die Qualität des Produktes senken. Das haben wir nicht vor. Jetzt ist es ja mit der Personalgewinnung auch aktuell wieder schwierig im Bereich Gastronomie und Ähnlichem. Die Flammkuchen-Factory sowie das Knusperhaus wird jetzt mittlerweile extern betrieben. Ist es denn denkbar, dass in Zukunft noch weitere Betriebe durch externe Dienstleister betrieben werden? Die Tatsache, dass wir inzwischen 7 Betriebe haben oder 7 Outlets haben, die fremd betrieben werden, hat weniger damit zu tun, dass wir die Mitarbeiter selber nicht finden könnten, wobei das auch eine der vielen Gedanken waren. Wir haben das gemacht, das ergänzt uns sehr gut. Wir haben festgestellt, dass diese Betriebe anders sind, als wir sonst in der Vergangenheit betrieben haben. Wir haben dadurch unsere Vielfalt steigern können. Auch da, die Zufriedenheit der Gäste ist gestiegen. Die Anzahl der Transaktionen pro Gast sind gestiegen. Und somit ist da für uns allen ein Riesengewinn. Wir werden nicht, jedenfalls in meiner Amtszeit, das komplette Sekundärgeschäft irgendeiner Form outsourcen. Da haben englische Kollegen in englischen Parks Ähnliches gemacht. Ich glaube nicht, dass es bei uns passt. Ich liebe die Vielfalt, die wir dadurch anbieten und das so ein bisschen beibehalten. Wir haben auch ein paar Kerngeschäfte, die wir wirklich super gut betreiben. Piratenburger, kann ich nur empfehlen. Ja, bitteschön. Und das werden wir weiterhin machen. Bitte.
vielen anderen Betrieben. Jetzt ist das Thema Umweltschutz ja ein wirklich sehr heiß diskutiertes Thema, ein sehr aktuelles Thema, ein Thema, was bei den jungen Leuten auch sehr präsent ist. Plant man denn Maßnahmen im Heidepark, um da eventuell den CO2-Fußabdruck oder Ähnliches ein bisschen zu verringern? Wir sind ständig dabei, tatsächlich mit kleinen Maßnahmen. Wir haben zum Thema Mehrweg vieles gemacht und haben auch vor, vieles zu machen in die Zukunft. Wir sind die großen Maßnahmen, die natürlich, die meintest du sicherlich auch, ob wir das komplett mit PV-Anlagen oder Ähnliches im kompletten Park abdichten wollen. Wir sind in Gesprächen mit einigen Anbietern, wo wir sowas untersuchen. Da bleibe ich ein bisschen vage. Ich würde es sehr gerne. Ist aber nicht einfach so realisiert. Es ist teuer. Aber wir sind dran. Wir wollen das machen, weil letzten Endes wir müssen nachhaltig. Nicht nur in der Freizeitbranche sehr hungrig, wie Sie sagen. Aber wir müssen tatsächlich dafür Sorge tragen, deutschlandweit, dass wir unser CO2-Abdruck deutlich verringern. Absolut richtig. Da sollten wir alle an einem Strang ziehen. Bin ich voll bei dir. Jetzt haben wir ja viele Events. Wir hatten jetzt letzte Woche oder vorletzte Woche das Oktoberfest. Jetzt kommt demnächst Halloween. Das haben wir schon seit 2001. Sind denn in naher Zukunft weitere Events geplant diesbezüglich, also so ähnliche Events? Und hast du persönlich ein Lieblingsevent hier im Park? Also ich kann gleich mal vorwegnehmen, mein Lieblingsevent Oktoberfest. Finde ich einfach eine sehr schöne Atmosphäre hier im Park. Vielleicht geht es dir ja genauso. Das freut mich, das zu hören, wirklich. Also mein Lieblingsevent ist das, was da auf uns zukommt, Halloween. Ich meine, da freut mich wirklich. Ich bin in den nächsten beiden Samstagen voll und ganz dabei hier. Und nach Einbruch der Dunkelheit ist der Park wirklich am schönsten. Für die, die es nicht erlebt haben, da bitte ich, versuche es mal. Es ist ganz, ganz klasse. Die ganzen Events, wir fangen im Frühjahr an mit, wir nennen es Karneval. Ist aber nicht wirklich Karneval in dem Sinne. Wir wollen etwas für die Kleinen machen. Wir haben unser Pride weiterhin gemacht, mitten im Jahr. Oktoberfest haben wir verschiedenste Formate versucht in den letzten Jahren und sind letzten Endes in diesem Jahr, glaube ich, auch in einer Formel gelandet, die ausbaufähig ist. Wir haben auch da gesagt, an den Freitagen, an den Samstagen, wir machen ein bisschen länger auf. Wir lassen auch im Dunkeln fahren. So ein bisschen auf die Wiesen auch in diese Richtung gehend, dass man in Solto in dem Bereich vielleicht nach Feierabend auf ein Bierchen vorbeikommen kann, auf eine Kolossusfahrt vorbeikommen kann. Es ist super gut angekommen. Es ist wirklich sehr schön angekommen. Die werden wir versuchen weiter auszubauen. Die Events im Frühjahr auch. Wir planen zurzeit keine zusätzlichen Events über diese hinaus, aber watch this space. Gibt es denn irgendwelche Überlegungen, hier den Parkalltag noch zu modifizieren oder die Saisonlänge zu modifizieren, zum Beispiel eine Öffnung über den Oktober hinaus, eine Wintersaison, im Weihnachtsmarkt zum Beispiel hier im Heidepark? Ist darüber auch mal nachgedacht worden oder ist das eventuell sogar in Planung? Konkret in Planung nicht, aber wir denken ständig über solche Ergänzungen nach. Da können wir nur gewinnen. Die umzusetzen ist nicht so ganz einfach, deswegen haben wir es noch nicht gemacht. Die logistischen Probleme, die damit verbunden sind, weil wir auch im Winter ein Produkt anbieten wollen, welches qualitativ genauso hochwertig ist wie das Produkt, was wir auch im Sommer anbieten. Und da müssen wir zusehen, dass wir bei der Wartung der Fahrgeschäfte zum Beispiel immer noch da bei der Stange bleiben, auf dem Ball bleiben. Wir haben Ideen, wie es umzusetzen ist. Das wird vielleicht nicht nächstes Jahr der Fall sein, aber auch da, watch the space. Dieses Jahr hatten wir eine kleine Veränderung im Park, und zwar Toxic Garden ist ein bisschen wieder erneuert worden. An manchen Schienen ist die Justierung betrieben worden. Was wurde denn alles genau an der Bahn gemacht und wie war denn das Feedback so allgemein von den ganzen Parkbesuchern? Ja, Toxic Garden, da haben wir versucht, aus der Not eine Tugend zu machen. Wir haben festgestellt, die Bahn ist 99 in Betrieb gegangen, somit ist sie deutlich über die 20 Jahre alt. Es ist eine Willkommabahn und über die Jahre ist an die eine oder andere Stelle das ein bisschen aus dem Lot gekommen. Somit sind für die, die gerne Limit gefahren sind, da gab es an der einen oder anderen Stelle, wo es ein bisschen wackelig und ruckelig wurde. Wir mussten in jedem Fall, damit die Fahrt ein bisschen
sanfter würde, viel Aufwand betreiben, um die Strecke wieder in Lot zu bringen. Und dann haben wir gesagt, Mensch, wenn wir schon mal dabei sind, warum machen wir nicht etwas anders draus, eine andere Thematisierung draus? Mir gefiel seit längerem nicht, wie Limit thematisiert war. Es kam auch von der Farbgestaltung sah es auch sehr in die Jahre gekommen aus, das leicht abgeschwächte Grün, Vekoma Grün, welches wirklich 20 Jahre alt aussah. Ich finde, es ist sehr gut gelungen, optisch gesehen. Natürlich ist die Farbe die gleiche geblieben. Toxic Garden ist ein nettes, ergänzendes Themabereich zu Transylvanien. Das passt auch ein bisschen und deswegen sind wir froh, dass es so gekommen ist. Ich glaube, bei den Gästen ist es gut angekommen, die gerne Limit gefahren sind, haben positive Rückmeldungen gegeben, dass es wirklich sanfter geworden ist. Das muss ich auch gestehen, da kann ich nicht mitreden. Aber ich traue den Gästen, die das mir behaupten, dass es schöner geworden ist. Ich finde die Thematisierung super gelungen. Mit wenig Aufwand oder verhältnismäßig wenig Aufwand haben wir viel gemacht. Und bestimmt fragst du noch, was passiert zurzeit unten unter Flug der Dämonen und kurz vor Toxic Garden, was es eventuell nächstes Jahr geben könnte. Wir gucken, was das Interview noch so bringt. Jedenfalls kann ich sagen, wackelig und ruckelig ist noch sehr nett ausgedrückt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, viele werden mir da zustimmen. Aber sind denn noch weitere Arbeiten geplant an Toxic Garden? Ja, sind sie. Wir wollen, aber das wird dem Gast nicht wirklich großartig auffallen. Wir müssen eine neue Steuerung einbauen. Wir wollen die Bremsen ersetzen von derzeit mechanische Widerstandsbremsen, die man aus dem Pkw kennt, in magnetische Bremsen, die reibungslos sind, wartungsärmer sind und ein bisschen sanfter bei der Abbremsung sind. Das müssen wir alles im Laufe des Jahres 24, wahrscheinlich eher tendenziell zum Ende des Jahres 24 einführen. Aber wie gesagt, der Gast wird nicht unbedingt so viel davon merken. Optisch jedenfalls nicht. Okay, alles klar. Also dieses Jahr wurde ja schon mal so ein bisschen was auch verschönert hier im Park. Das Magic zum Beispiel ist überraschend renoviert worden oder gestrichen worden. Dann ist man den Tunnel im Mountain Rafting angegangen, nach 30 Jahren ungefähr. Drückt der Schein oder hat man so einen kleinen Motivationsschub bekommen oder Investitionsschub bekommen und dass wir noch mehr dieser Art erwarten können in Zukunft im Park? So mehr Renovierungen, mehr Verschönerungen, mehr Verbesserungen. Die wollen tatsächlich die eine oder andere Ecke, die vielleicht so ein bisschen, wo der Lack abgepellt ist, ein bisschen hübscher, ein bisschen schöner machen. Die Bereiche, die du gerade angesprochen hast. Magic, ganz klar. Da haben wir auch aus der Not eine Tugend gemacht. Wir haben festgestellt, dass wir das ungern wieder in Betrieb nehmen konnten. Das haben wir gesagt, okay, dann kommen wir auseinandergenommen, komplett neu aufbauen lassen mit neuen Verschleißteilen, neue Lackierung und das ist gut angekommen. Das ist wirklich sehr, sehr schön angekommen. Bei dem Mountain Rafting, dieser eine Tunnel, schön, dass du es angesprochen hast. Es ist offensichtlich aufgefallen, dass wir da, was vorher so ein Tunnel war, jetzt plötzlich ein bisschen thematisiert haben. Wenn es dir aufgefallen ist, wird sicherlich auch viele andere Gäste aufgefallen. Übrigens, das ist wirklich eine meiner Lieblingsbahnen immer noch. Und mir ist es auch sofort aufgefallen, auch wenn ich wusste, was ich zu sehen hatte. Und ja, auf die Frage, wir wollen immer wieder in den nächsten Jahren kleine Ecken, die wir vielleicht aus dem Betrieb genommen haben, mal sehen, wo wir da vielleicht was anders machen können. Ohne da genau darauf einzugehen, genau welche Bereiche wir damit gemeint haben. Gut, wir haben mit unserem Kai im Team, der immer sehr streng alles notiert, was irgendwie geändert wird im Park und spätestens sag mal bei uns auf der Internetseite nachlesen, was es für Veränderungen gab. Also der Kai weiß Bescheid. Ihr wisst ja aus dem Podcast, wenn wir nicht weiter wissen, der Kai würde uns immer so Rat stehen. Du hattest angekündigt auf der FKS-Convention, dass es in 2024 eine große Neuerung gibt. Du sagst es eben schon, ich werde jetzt auf die Wildwasserbahn 2 eingehen, genau das kommt jetzt. Kannst du uns schon sagen, ob das die Investition ist? Kannst du uns schon mehr sagen, was es ist? Oder kannst du uns sagen,
ob die Fans auf einen Zeitraum warten sollen, so Pi mal Daumen, wo es eine Antwort geben wird, was da hinkommt. Es ist tatsächlich das, was ich gemeint habe. Und die sehr aufmerksam in diese Richtung vielleicht rechts über die Brüstung geguckt haben, nachdem die von Flug der Dummen runtergekommen sind, werden festgestellt haben, dass sich da was tut. Ursprünglich damals, wo der Bahnhof Wasserbahn 2 mal war. Da haben wir eine Indoor-Attraction in Planung, die wir jetzt langsam anteasern im Bereich Marketing, was es sein kann. Und wenn man in den nächsten Tagen im Park rumgeht, wird man an die eine oder andere Stelle so einen kleinen Hinweis sehen mit einem kleinen QR-Code, wo man eventuell vielleicht selber ein bisschen mehr entdecken kann. Und ich würde es gerne den Zuhörern und Zuschauern selbst überlassen wollen, vielleicht mal vorbeizukommen, das mal anzugucken. Im Laufe der Woche, kurz nach Parkschluss, wird viel mehr preisgegeben. Hier und heute will ich nicht viel ins Detail gehen wollen, aber ich verspreche, in sehr kurzer Zeit wird das angegeben. Was ich sagen kann, ist, das Projekt ist durchaus im Zeitplan und wir werden kurz vor Ostern nächstes Jahr das Ding komplett und erfolgreich in Betrieb nehmen. Wir sind gespannt und wir freuen uns drauf. Sind denn über 2024 hinaus im gesamten Resort noch Änderungen geplant oder Bauarbeiten, über die Sie jetzt schon was sagen kann? Über den ich jetzt was sagen kann, nicht. Aber das liegt an der Natur der Dinge. Wir sind nun mal, wir leben von der Spannung, wir leben von der dieser Erwartungshaltung. Ja, ist die Antwort. Wir wollen tatsächlich in den nächsten Jahren nochmal etwas deutlich Größeres machen. Genau wie diese aussieht, ist in der Planung, ist noch in der Diskussion, im Gespräch. Ich kann nicht großartig viel darüber jetzt erzählen, weil es nichts Konkretes zu erzählen gibt, außer, dass wir ganz, ganz viele Ideen haben und einer dieser Ideen wird wohl zu viel sein. Vielleicht nicht die zufriedenstellende Antwort für dich, aber vielleicht Leitwort des Tages, watch the space. Habe ich mich dran gewöhnt, auf jeden Fall an das Wort. Wie sehr ist denn der Park durcheinander geworfen worden in der Planung oder wurden auch Sachen gecancelt durch die teure Kolossus-Sanierung, durch die Pandemie oder durch den Ukraine-Krieg? Mussten da Pläne drunter leiden oder gar komplett gestrichen werden? Nicht wirklich verzögert und nicht gestrichen. Durch die Corona-Pandemie-Zeit ist nichts passiert, jedenfalls was neue Projekte betrifft, aber das ist eigentlich verständlich. Man wusste nicht finanziell, wie es weitergeht, jedenfalls nicht kurzfristig. Jetzt wissen wir das. Jetzt wissen wir das, dass wir verstärkt aus der Krise rausgekommen sind und jetzt geht es langsam los, dass wir an großen Projekten neu denken. Wir sind Teil der Merlin-Gruppe und das ist ein sehr finanzstarkes Unternehmen und wir sind in den Top-Attraktionen der Merlin-Gruppe sehr wohl drin und wir haben deren Fokus auf uns sehr stark gerichtet. Das sind auf jeden Fall Worte, die wir sehr gerne hören. Wie ermittelst du denn jetzt oder ihr als Heidepark-Leitung, welche Neuheit für jemanden das Richtige ist? Ich meine, du kommst ja nicht im Park zu mir gelaufen und sagst, Timo, siehst ganz sympathisch aus, du fährst bestimmt gern Looping-Achterbahn. Wie findet man das denn raus und wie gestaltet oder entwickelt man einen Freizeitpark? Jedenfalls sehr wissenschaftlich. Natürlich kommt man auf mich zu und sagt, was hättest du gerne, würde ich ein paar Sachen schön aussuchen und denke, was ich schön finde, wäre aber absolut das Falsche für Heide Park. Wir machen sehr, sehr stark marketinggetriebene Forschung. Was will der Gast von uns? In welche Richtung wollen wir uns entwickeln? Und in den letzten 10 Jahren, auch angefangen durch Sabrina de Carvalho, haben wir eine Strategie verfolgt, wo wir aus ursprünglich mal ein Thrill-Seeker-Freizeitpark, wie es mal war, wollten wir viel, viel mehr uns breiter aufstellen. Wir wollten viel mehr für Familien mit Kindern verschiedenster Altersklassen, fangen an mit Peppa Pig, für die ganz Kleinen, über Hard Trendy Dragonland, über Ghostbusters, Kinder verschiedenster Alter, weil wir wissen, dass wir unsere künftigen Besucher von ganz klein an Heide Park heranführen und die müssen auch da Spaß haben. Das ist sehr erfolgreich bisher gewesen
Und da werden wir auch weiterhin in diese Richtung agieren. Das bedeutet, wir lassen die Thrill-Seeker natürlich gar nicht außer Acht. Die kommen ab und zu mal dran. Mit Colossus zuletzt, Flug der Dämonen, Krake sind drei große Thrill-Seeker-Attraktionen der letzten 10 Jahre gewesen, aber zwischenzeitlich immer wieder für verschiedenste andere Demografien haben wir Freizeitattraktionen gebaut. So werden wir weiter agieren. Wir gehen in den Markt und fragen im Markt, was wollt ihr haben? Was denkt ihr, was schön ist? Und wir fragen nicht hier intern unser Abteilungsleiter, was glauben wir, das schön ist, weil die ganzen Antworten, die wir zu hören bekommen, ganz anders sein werden. Letzten Endes, unser Gast entscheidet, nicht wir. Gehst du da auch so nach Statistiken oder sowas oder guckst, was andere Parks machen oder hast du da so ein bisschen trotzdem dein eigenes Konzept? Eine Kombination aus allem. Wir gucken natürlich, was machen die anderen. Wir gucken auch an den anderen Herstellern, was gibt es denn neu, welche Trends gibt es. Aber wir machen sehr stark mit Fokusgruppen und Ähnlichem. Diese Standard-Marketing-Tools nutzen wir, um wirklich die richtige Antwort auf mich zu kommen. Und bisher, glaube ich, haben wir die richtige Antwort immer gefunden. Du hast eben ja schon mal die Merlin Group angesprochen. Welchen Einfluss hatten Merlin auf den Heidepark? Also bezüglich des Betriebs des Parks, auf die Investitionen. Wie weit ist da Merlin involviert und bestimmt das? Die sind natürlich sehr stark involviert. Letzten Endes, Merlin ist unser Geldgeber, unser Finanzierer und haben dadurch auch ein sehr starkes Interesse, mitreden zu wollen, was eigentlich hier passiert. Es ist aber ein sehr, sehr stark geprägtes Team, wo wir hier als Teil des Teams agieren. Genau was solche neue Investitionen betreffen, die Entscheidungsprozesse sind sehr stark im Team getroffen worden. Natürlich gibt es auch Voraussetzungen, natürlich gibt es auch finanzielle Ziele, die wir damit erreichen müssen. Und bisher sind wir nur unterstützt worden und in keinster Weise verhindert worden. Jetzt habe ich hier eine sehr schwer formulierte Frage. Dankeschön, Kai. Hat sich hier etwas durch den Geschäftsführerwechsel bei Merlin oder durch den Delisting an der Börse und den stärkeren Einfluss der Kirkby AS etwas geändert? Ja, ist die Antwort. Aber auch da, alles zum Positiven. Scott O'Neill hat neue Impulse in der kompletten Gruppe mit reingebracht und wirklich wie eine Brise frischen Windes ist er durchgewandert. Wir sind alle aufgefordert worden, genau die Fragen, die du gestellt hast, zu stellen an uns selber. Was sind die Bereiche, wenn Geld keine Rolle spielen wird, was würdet ihr machen, damit man auch diesem aus dieser Liste, wenn man so will, das Beste rauspickt. Merlin ist jetzt viel stärker in Richtung Digitalisierung unterwegs, auch was digitales Marketing betrifft, das Nutzen von Erhebungen etc. Und wir sind ein kleines bisschen mehr an die moderne Welt rangerückt und das ist gut so. Also als ich anfangs Merlin gehört habe, habe ich immer an diesen kleinen Zauberer bei Windows XP gedacht, wenn ich da irgendwas suchen wollte. Aber na gut, Merlin betreibt ja auch noch Madame Tussauds, die Dungeons oder die Sea Life Aquarien. Seid ihr mit denen auch im Austausch über gewisse Sachen, was man machen kann oder wie es gerade läuft? Wir sind immer in Kontakt, das sind unsere Arbeitskollegen. Wir sind auch mit denen befreundet. Hamburg ist nicht so weit weg von uns und ein Teams oder ein Telefongespräch weit, man versteht sich auch sehr gut. Somit natürlich tauschen wir uns viel aus. Allerdings, wir sind autark. Heidepark ist selbst agierend hier im Markt. Wir haben Jahreskarten natürlich, die sowohl bei uns als auch bei Legoland oder bei den Midways, die es bei uns heißt, die Dungeons etc. einzulösen sind. Aber darüber hinaus auf Marketing immer ja, wird sehr viel zusammengearbeitet, aber wir sind wirklich hier autark. Jetzt wird ja ein Second Gate im Legoland eingerichtet mit der Peppa Pig World. Ist das hier in Soltau beim Heidepark auch denkbar, dass man sowas in der Art macht? Es ist alles denkbar. Es ist wirklich alles denkbar. Wenn es im Konzept passen würde, irgendwann mal, dass man für die Kleinen wieder ein komplettes Themenpark Peppa Pig World aufbauen würde,
Platz haben wir genug. Zurzeit und in den nächsten Jahren glaube ich nicht, dass es hier passieren wird. Wir haben andere Ideen und andere Sachen, die wir bevorziehen werden. Aber auch da lassen wir mal abwarten, was in Lego passiert. Wenn es so abgeht, wie es in Legoland Florida passiert ist, dann wer weiß. Das ist alles möglich. Jetzt hat sich ja jeder Geschäftsführer hier im Heidepark so ein bisschen in seine Richtung entwickelt. Bei Herrn Maringer war es jetzt eher so Thrill-Attraktionen wie Scream, Desert Race. Bei Frau Carvalho war es jetzt Peppa Pigland, Drachenzähmen. Was können wir denn bei dir erwarten? In welche Richtung möchtest du dich entwickeln? Die Frage will ich vielleicht ein bisschen anders beantworten. Und zwar, ich fühlte mich auch zu Zeiten, wo Frau de Carvalho oder Sabrina erste Geschäftsführerin war, Teil der Strategie. Ich habe die Strategie mitentwickelt und miterlebt. Und somit ist die Strategie, die damals verfolgt wurde, in den letzten 10, 11 Jahren, auch meine gewesen. Und die werde ich weiterhin verfolgen. Da habe ich keine Idee jetzt oder keine großen Gründe, das komplett zu ändern. Im Gegenteil. Ich glaube, der Erfolg lässt sich zeigen, was bisher passiert ist, und auch diesen Erfolg würde ich gerne mal selber aufbauen, und das kann ich, indem ich da weiter das folge, was wir damals angefangen haben zusammen. Die Saison 2023 neigt sich ja jetzt schon wieder leider dem Ende zu, es ging wieder sehr schnell, aber liebe Heidepark-Fans, seid gewarnt, auch im Winter gibt es den besten Heidepark-Content von uns, ihr werdet das komplette Heidepark-Gefühl auch im Winter haben und werdet ihn hoffentlich nicht so sehr vermissen durch uns. Kannst du uns denn schon einen Rückblick und ein Fazit geben von der Saison? Das kann ich tatsächlich, aber das wird keinem überraschen, wenn ich sagen würde, wir haben zwei Saisons erlebt. Wir haben einen super erfolgreichen Saisonanfang erlebt und dann hat es geregnet. Und dann hat es 6 Wochen lang geregnet. Und das waren im Juli und August, und nicht nur wir sind betroffen, sondern jeder, der auch seinen Sommerurlaub an der Ostsee verbringen wollte, ist betroffen gewesen. Da haben wir sehr stark drunter gelitten. Das ist in der Tat so. So, und dann schien die Sonne. Und dann war es September. Und da haben wir ein sehr erfolgreiches September hinter uns gebracht. Der Oktober fängt gut an. Und ich gehe von aus, dass es weiterhin gut laufen wird. Am Ende wird gezählt. Warten wir es ab. Jetzt kommen wir schon langsam zum Ende von unserem Interview. Hast du denn noch an unsere Fans von Heidepark World noch abschließende Worte? Möchtest du noch irgendwas sagen? Motivieren, hierher zu kommen, Grüße ausrichten. Das würde ich auch sehr gerne. Ich freue mich, dass es euch gibt als Fans, weil durch Feedback von euch über den Fanclub, wir hören zu und wir freuen uns auf jeden Feedback, auf jede Anregung, auf jeden Hinweis, und das spielt bei uns eine ganz große Rolle bei der Weiterentwicklung des Parkes. Bleibt uns bitte treu. Also, ihr habt's gehört. Dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und dann verabschiede ich mich und wünsche euch allen eine gute Zeit. Herzlichen Dank auch von mir.